So, hallo und herzlich willkommen, neue Runde Escape von Tarkov. Und ich wundere mich gerade, ich wollte gerade mit meinem PMC spielen und wundere mich über den Scarf und denke, den gucken wir uns doch mal an. Der hat nichts. Ist das echt ein Ding oder hat er jetzt gleich irgendwas? Ist es ein Überraschungspaket? Ich bin immer noch gespannt drauf. Ich würde, wenn ich einmal so, überlegt euch mal, das überlegt, versetzt euch in die Situation, ihr startet als Scuff rein, YOLO Factory, und ihr habt die Red Lab Key Karte im Stash. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Das ist immer so ein Gedanke, was bei mir im Kopf rumfurzt, weil ihr wisst, wie hoch die Chance ist, dass ihr halt auch als Scuff einfach kurz irgendwie niedergebrettert werdet und dann auch noch auf Factory und ihr habt eine Red Lab Key Karte im Stash. Das ist so ein Gedanke, der verfolgt mich. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Irgendwie in die Ecke hocken, warten, bis noch 30 Sekunden zu spielen sind und dann wegrennen, oder überlegt, ihr werdet so elendig weggenatzt und einer lootet euch und findet die Red Lab Karte. Ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Okay, ich habe tatsächlich nichts. Ich habe nichts, ich kann nicht mal boxen. Ich hab nichts, keine Tasche, nichts. Der Tank ist. Der Kiste ist leer. Gib mir deine Waffe. Wo ist dein Messer? Eine Sonnenbrille. Muss ich cool aussehen, wenn ich Messer. Holy crap. Ich hab jetzt wenigstens das Messer. Als ich mir ein Messer erarbeiten musste. Hab ich ja auch noch nie. So. Was ist denn heute? Keine Waffe dabei, oder was? Jetzt kommt ja noch einer. Ich renne halt echt als Gaff mit dem Messer. Bitte habt die Jacke nicht gelootet. Ich hab sie gelootet. Hallo? Magazin. Das ist mein Exit. Ah, ja, yeah, ich hab kein. Ey, seid ihr schon mal als Gaff gespawnt? Ne? Keine Waffe? Hier ist einer. Rambo. Das ist zu Hause. Okay. Jetzt geht's checken, dass die nicht die Red Lab Key Karte haben. Sehr verschwindende Runde. Ohne irgendwas gespawnt. Im Scuff hatte ich es tatsächlich noch nicht. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal hattet oder was ihr mit der Red Lab Key Karte im Stash machen würdet. Jo, gebt gerne einen Daumen hoch, schaut Livestream vorbei, twitch.tv, hangemau live. Also, bis dann, ciao.